erstmal einen wunderbaren Gong. Da hatte man früher ein ganz anderes Material und das haben wir schon restauriert. Und dazu braucht man Ruhe. Um den Beruf des Uhrmachers besser kennenzulernen, bauen wir gleich selbst eine Uhr. Um diese Uhr zu bauen, verwenden wir diese Holzscheiben. Ist der also von links nach rechts wäre so richtig. Perfekt. Auf diese Holzscheiben fräsen wir nun das Zifferblatt ein. Nun mussten wir nur noch ein Loch hindurchbohren und das Werk befestigen und die Uhr war fertig.